Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Para-Utiliaria. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bei Alan Wake 2, dem DLC The Lake House. Wir sind wieder zurück im ersten Stockwerk und wir gucken uns jetzt erstmal hier um. Und wollen jetzt uns erstmal versuchen, die Waffe da zu schnappen, die hinter diesem Bild ist. Dazu müssen wir erstmal wieder das verschieben. Da gab es einen Hebel. Ich glaube, der war hier irgendwo. Aber wenn sich gerade die Gelegenheit bietet, speichere ich nochmal. Und dann werden wir mal gucken, was diese Waffe kann. Wer hat sich eigentlich... Ganz ja wissenschaftlicher Name, oder? Wer hat sich den ausgedacht? Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass dieses Farbmonster wieder kommt. Ich nehme mal stark an, dass es das tun wird. Damit wir auch in Vorgeschnack kommen, was diese Waffe kann. Wow, scheiße! Wo kommt er denn her? Ja, genau, er ist... Alter, der hat mich fast getötet, was zum Teufel. Ja, konnte ich ja nicht wissen, dass der direkt vor meiner Nase auftaucht, dieser Bastard. Das ist ja grauenvoll. Shit, Alter. Komm, mach auf. Jawohl. Bitte gerne rein. Danke. Hä? Was zum Teufel? Ja. Kann man die Tür auch... Okay. Alles klar, Bruder. Habe ich nicht komplett, aber ist egal. Hauptsache, wir gehen nicht drauf. Das war richtig scheiße, ey. Ich konnte nichts tun. Ich ging da lang und auf einmal wurde ich angegriffen. Moment mal, da stand doch was. 02 1219. 02 1 2 1. Neuzuteilung. Hallo Carla. Ich habe beschlossen, dich vom Projekt Rahmnus in die Inventarverwaltung zu versetzen. Dein Titel wird mit sofortiger Wirkung von leitende Forscherin in stellvertretende Inventarverwalterin umgeändert. Diese Änderung kommt vielleicht etwas plötzlich, aber ich habe keine Zweifel daran, dass jemand mit einer Nussallergie lieber allein in der Inventarkabine arbeitet, als draußen im Freien, wo gefährliche Kuchen darauf warten, dir zu schaden. Vielleicht hält dich harte Arbeit davon ab, weitere unbegründete Beschwerden bei der Personalabteilung einzureichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Jules Marmont, Co-Leiter der Forschung. Okay, nett. Achtung, Schwarzstein fehlt. An das gesamte Personal. Im Untergeschoss 5 spielt eine beträchtliche Menge Schwarzstein. Vermutlich ist es mal ein Missverständnis, bla bla bla. Kennen wir schon. Nussallergiewarnung. Hallo, eine freundliche Erinnerung daran, dass Nussallergie ein ernsthaftes Gesundheitsproblem darstellt und dass es für jeden unabhängig vom Dienst bla 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 bla. Kennen wir. Das sind alles Mails, die kennen wir schon. Die haben wir schon gelesen im anderen Rechner. Das hat einfach nur Wiederholung. So, da ist noch was. Es gab einen Riss im Haus am See. Die Marmons hatten den See hereingelassen. Das Wasser konnte nicht fließen. Es war gefangen und geriet ins Stehen. Es verdarb. Die Wahrheit wurde kontrolliert. Die Kunst war keine Kunst. Nur Teil eines Experiments. Dieser künstliche Übergang prallte auf sich selbst zurück. Verdichtete und vermischte sich. Wurde zurückgeworfen und brach sich. Eine urbane Legende und ein Mord in konstantem Ungleichgewicht. Ursache und Wirkung hoffnungslos verwoben. Der Traum wurde falsch arrangiert und seine Logik beschädigt. Während sich die Feedbackschleife immer wieder verdoppelte. Außer Kontrolle. Der Druck wurde immer stärker, wollte freigesetzt werden. Ja, der Text ist irgendwie gar nicht in Synchron bzw. parallel zu dem, was er sagt, aber ist nicht schlimm. Das hat nur ein bisschen anders formuliert, aber der Inhalt ist ja der gleiche. Muss aber sagen, immer noch komme ich in den Raum mit dieser Waffe. Muss aber sagen, immer noch stimmungstechnisch absolut großartig. Bingo. Diese Schlüsselkarte bringt mich in Untergeschoss 5. Fortschrittsverlauf 6. Leider ging Jules Schlüsselkarte gestern verloren. So ein Pech. Völlig unabhängig davon habe ich jetzt eine Karte mit Freigabestufe 3 in meinem Büro und jede Menge Schwarzstein. Aber das Schwarzstein zu Pulver...
Okay. Das können wir schon, den Text. Den haben wir oben schon mal gelesen. Okay. Das heißt, ich finde hier wahrscheinlich die nötige Schlüsselkarte, wenn ich das richtig verstehe. Von wem war die Nachricht nochmal? Kann die F drücken, aber nichts passiert. Ist es nicht identifizierbar, von der Nachricht ist. Waffentest mit Schwarzsteinpulver. Sollte ich Pläne bei Erfolg an Außenteam schicken? Habe ich jetzt eine Karte mit Fahrgeschäfte in meinem Büro? Wessen Büro denn? Warum kann ich die F drücken und nichts passiert? Fragen über Fragen. Okay. Irgendwie bringt mich die Karte halt auch nicht weiter. Achso, ist da eigentlich die Waffe und die ist nicht sichtbar, oder was? Achso, ich muss den Generator hinstellen, oder was ist hier? Könnte vielleicht die Lösung des Problems sein, aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe halt nur keinen Bock, irgendwas rumzutragen, während diese Pisser hier unterwegs sind. Die können halt einfach aus den Wänden auftauchen und mich angreifen. Das ist halt absolut suboptimal. Halt, da war noch was. Warum? Oh Gott. Warum machst du die Tür von außen wieder zu? Das ist komplett sinnlos. Okay, erstmal Sicherheit bringen und speichern. Das war wichtig. Okay, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen orientieren. Also, wir sind hier im Speicherraum. Da hinten ist der Schalter, der die Bilder switcht. Irgendwo mitten im Raum ist nochmal eine Kiste und dann ist da noch irgendwo der Generator. Also so wie ich das sehe, muss ich den Generator irgendwie wieder meine Griffel bekommen. Aber wie schaffe ich das, ohne dass das Vieh mich irgendwie angreift und umbringt? Ja, kacke. Ah, hier. Okay, nimm das Ding. Er geht nicht. Ich kann damit nicht interagieren. Könnt ihr hier rein? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber was mache ich denn jetzt hier? Waffe ist im Nebenraum, aber wo ist die? Da! Bin ja ein Depp. Das ist er doch. Gut. Und die Freigabe. Hiermit sollte ich in Untergeschoss 5 gelangen. Ja. Und hiermit sollte ich an allen anderen Problemen vorbeikommen. Ja, okay. Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid. Lade den Schwarzsteinwerfer durch Halten von linke Maustaste auf. Aufgeladene Schüsse fliegen weiter und richten bei Treffern größeren Schaden an. Okay, alles klar. Ist das hier Schwarzstein? Ne, ist einfach nur Schrott. Okay, kann ich damit diese Viecher jetzt umbringen? Ist das drin? Ich würde gerne mal einen Testlauf machen. Cool. Das hat hervorragend funktioniert, muss ich zugeben. Endlich zeigt etwas Wirkung gegen diese Bastarde. Die Frage ist, bleiben die tot? Wenn sie aus den Gemälden irgendwie herauskommen, und hier gibt es einige, dann ist es ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann.
So. Ich habe die Schlüsselkarte der Freigabestufe 3. Das heißt, ich kann jetzt wieder nach unten fahren. Ich muss nur den Hebel wieder betätigen. Halt, warte mal. Das war doch hier drin, oder nicht? Nee, das... Nee. Das war in dem anderen Raum. Sonst komme ich hier nicht zum Aufzug. Nein, aber ich sehe ihn nicht. Ich gehe erstmal. So, jetzt. Weil in den Raum muss ich jetzt nicht mehr. Das ist halt. Das ist durch. So. Ich würde jetzt einfach einen schnellen Gang zum Aufzug machen und dann ist sie weg hier. Ach, nicht schon wieder. Der Aufzug wieder weg. Bam. B-Munition gibt es für die Waffe anscheinend nicht, aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, diese Viecher umzubringen, nehme ich das lieben gerne. Wenn ich jetzt einfach hier unbeschadet durch kann. Weil ich habe auch nicht mehr viel Heilung. Lass mich gucken, was habe ich noch? Ups, falsch. Ich habe nichts. Das heißt, wenn mich das Vieh nochmal kriegt, bin ich tot. Okay, du hältst erstmal deinen Schnauzen, Junge. Lass mich rein. Okay, ich will jetzt nochmal kurz in den zweiten Stock fahren, da ich da was vergessen habe. Das würde ich mir noch holen und da gab es auch noch die Möglichkeit, was zu öffnen Wesen mit Stufe 3. Das machte alles einfacher. Keine Verhaftung, kein Papierkram. Ich konnte ihn einfach ausschalten. Geht so einfach, ne? Der Geschoss 2. Der Geschoss 2. Düdüm. So. Kurz auf die Karte gucken. Wo bin ich jetzt gerade? Das ist der Aufzug, genau. Da vorne rechts. Da ist noch eine Tür, die mit Sicherheitsstufe 3 zu öffnen ist. Und ganz hinten ist auch noch Material bzw. Ressourcen. Die werde ich mir jetzt noch holen und dann halt, wie gesagt, die Tür öffnen. Ich glaube nicht, dass hier Farbmonster kommen, deswegen switche ich auf die Knarre. Je nachdem, ob hier hinter noch ein Gegner ist. Ja. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn hier? Film. Lane wurde heute Morgen tot in seiner Zelle gefunden. Es ist ein unglücklicher Rückschlag. Aber wenn eine Tür das ist ja Dr. Jules Mamon. Geht ein Fenster auf. Ich glaube, so heißt es. Lane mag fort sein. Doch er hinterließ uns ein Abschiedsgeschenk. Ein letztes Kunstwerk. Dieses Werk ist anders. Es ist reine Emotion. Pure Wahrheit. Er ließ sein ganzes Sein einfließen. Buchstäblich. All unsere Messungen sprengen die Skala. Darauf haben wir immer gewartet. Es ist geht es um diese Viecher, die hier rauskommen? Hat er sich da... Nee.
Lane ist in seinem Gemälde. Oh, scheiße. Das Gemälde, mit dem wir reden, das scheint er zu sein. Von Dr. Jules Mormont, Co-Leiter der Forschung an Projektteam Rhamnus. Betreff Status des Projekts Abodus. Als Forschungsleiter des Hauses am See muss ich unbedingt über alle Vorgänge in dieser Einrichtung informiert werden. Nachdem die andere Dr. Mormont nicht in der Lage ist, mich über die Fortschritte ihres Teams auf dem Laufenden zu halten, sind sie alle dazu angehalten, mir Informationen von Mitgliedern ihres Teams zu beschaffen. Wer mir Einzelheiten über den aktuellen Stand des Projektes Abotus nennen kann, wird belohnt werden. Grüße, Dr. Jules Mormont, Co-Leiter der Forschungsabteilung. Okay. Ja. Hä? Die Spalte eines Mannes. Ich habe ein Achievement gekriegt. Nett. So. Jetzt wollte ich mir nur noch die Ressourcen holen, die ich vergessen habe einzusammeln. Und dann können wir uns eigentlich aus diesem Stockwerk hier verziehen. Das müsste hier den Gang runter sein und dann links. Hier. War das hier? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil man sich halt selbst nicht... Oh, ich kann mich selbst auf der Karte sehen. Hervorragend. Wie ist das denn nun passiert? Das konnte ich eben nicht. Ah ja, das ist vor dem... Behälter Schutzraum. Das ist vor dem Schutzraum hier. Hier in dem Raum habe ich was vergessen. War das hier in der Kiste? Ah ja, hier. Nice. Hier gibt es anscheinend auch noch was. Ah, hier auf dem Tisch. So. Gespeichert wurde auch noch. Hervorragend. Ja, ein paar Ressourcen mitzunehmen schadet nicht. Und dann haben wir hier im Stockwerk, denke ich, auch mal alles gesehen, was es zu sehen gibt. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Aber es sieht gut aus. Ich weiß nicht, was mit den Fragezeichen ist, weil das sind, glaube ich, Texte oder irgendwas, was ich schon gelesen habe. Aber die werden halt immer noch auf der Karte angezeigt. Ich weiß halt nicht, was hier in diesem Raum noch ist, was ich mir noch angucken soll oder kann. Keine Ahnung. Vielleicht irgendein Poster oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Heute ist mir ein Gedanke gekommen. Weil das habe ich mir ja schon angehört, aber ich habe das jetzt... nachdem ich ja nochmal die Gegner bekämpft habe, nicht nochmal angehört, weil das kennen wir ja schon. Ist jetzt der Aufzug schon wieder weg? Das ist doch grauenvoll. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, oder wie? Durch diesen Loop. Ah. Da bin ich auf der falschen Seite. Ich bin, glaube ich, auf der falschen Seite, oder? Nee. Ich bin irgendwo... Und doch nirgendwo. Ist der Typ immer noch hier und schreibt? Oh, Tatsache. Verrückt. Was ist der Aufzug denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Warum verschwindet der ständig? Okay, ich werde mal gucken, ob ich den Aufzug finde und dann sehen wir uns gleich. Okay, das war mein Fehler, der war in einem anderen Gang. Weil die sieht alles irgendwie... ziemlich gleich aus. Okay, dann gucken wir mal, was wir im vierten Stockwerk finden. Das ist ja unerforschtes Gebiet für uns. Fehler, bitte was? Das ist nicht gegen der Vieh. Bitte was? Bitte was? Oh, scheiße, Mann. Ist schon wieder. Die Mamons hielten hier ein Malerfest. Rudolph Lane. Das sind Sie, oder? Die Gestalt eines Mannes. Ich denke, Sie sind oder waren Rudolph Lane. Ein Selbstporträt, damit Sie sehen. Hören Sie, ich kann Ihnen vielleicht helfen, aber ich brauche Informationen. Zusammenarbeit. Kein Pinsel! Nur er selbst!
Er ist immer noch nicht sehr kooperativ. Das wird ziemlich schwierig werden, glaube ich. Oh, da liegt was. Rudolf Lane starb. Mörder und Opfer zugleich. Rote Farbe tropfte von seinen Händen. War das Scharlachrot? Oder Cadmium? Zu lebendig für Weinrot. Er entschied, dass Namen keine Rolle spielen würden. Die Farbe war rein. Inspirierend. Zum ersten Mal seit Jahren wollte er malen. Ein Selbstporträt. Um sich zu verabschieden. Nein. Damit sie sich erinnerten. Damit sie sehen würden, was sie getan hatten. Er schlug die Hände gegen die Wand, um sich zu beruhigen. Dann fing er an. Kein Pinsel, nur er selbst. Die Striche waren grob und gewaltsam. Der Schmerz, der Kummer und der Hass waren geblieben. Das Feuer in seinen Augen und Händen und Knochen. Und alles floss in die Gestalt eines Mannes. Es ging schnell und wie von selbst. Wie ein Herzinfarkt. Er sackte auf dem Boden zusammen und lächelte den Zorn an, den er an die Wand geschmiert hatte. Okay, da haben wir nochmal einen weiteren Text gehabt, der vorgelesen wurde von Alan Wake. Der wabert noch so ein bisschen vor sich hin. Aber okay, ich glaube. War das Stockwerk 4 jetzt, oder? Wollen wir es nochmal probieren? Okay, diesmal sind wir hier richtig. Laborbüros. Okay, da sind irgendwelche großen Aktenschränke oder irgendwas. Nicht so ganz deuten kann, was das sein soll. Okay, können wir hier raus? Jo. Geht. Okay, können wir speichern, hervorragend. Machen wir direkt. Da ist noch eine Kiste. Nehme ich mit. Zack, zack. Was zum Heilen. Ich glaube, das nehme ich direkt. Leid es mir tut, aber ich brauche es. Ist besser, dass die Energie komplett voll geheilt ist. Statt nur so halb. Hier komme ich, glaube ich, wieder hoch. Das macht nicht besonders viel Sinn. Dann hier durch. Komm schon. Das sieht wild aus. Das ist wie ein Control. Es ist einfach alles ein bisschen abgefuckt. Also nur, dass wir halt keinen Protagonisten haben mit übernatürlichen Kräften. Schwarzstein. Schwarzstein. Ich muss nach mehr davon Ausschau halten. Oh yeah. Eine richtig geil geformte Kiste, beziehungsweise richtig geil designte Kiste und dann ist einfach nur irgendwie Batterien drin oder was das war gerade. Toll. Schwarzstein ist Schwarzstein. Boah, Shady, die machen mich wahnsinnig. Ach nö. Du wieder. Kommt doch gleich aus der Wand. Safe. Ja, wusste ich doch. Du Huren. Ja, die Hälfte meiner Lebensenergie ist schon weg. Ich hab nur so gedacht, ja, okay, guckst du einfach mal, vielleicht tut sich ja was. Das ist so frech. Das ist richtig frech. Klasse. Da! Ey, was soll ich denn da machen? Tot. Die grabben mich halt direkt. Aber auf die zu schießen macht ja halt keinen Sinn, wenn sie sich nicht manifestieren.
Ah, Junge, es ist nervig. Ey, die Viecher sind bisher die schlimmsten Gegner in Alan Wake, ganz ehrlich. Richtig nervig, die Kerle. Schwarzsteinpulver. Ich muss nach mehr davon Ausschau halten. Schwarzsteinpulver, naja. Komm schon. Hä? Da war doch was drin. Oder... Da, Schwarzstein. Die ist dann halt absolut unberechenbar. Warum wimmelt es jetzt hier von denen? Die kommen halt auch nicht einfach so raus. Wenn ich an denen vorbeilaufe, graben sie mich. Du was? Du denn nicht? Nur eine verfolgen oder wechseln die sich ab? Ja, wenn sich jetzt hier jedes manifestiert, das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Das sind so viele Zeichnungen hier, guck mal. Das ist absurd. Ich glaube, dass es ein Wesen ist oder so, dass ich das immer irgendwie... Dass sich das immer wieder so ein bisschen reanimiert. Vielleicht kann man es auch gar nicht töten, ich weiß es nicht. Oh, guten Tag, der Herr. Wow, Alter! Wo kommt der denn her? Fuck. Ich bin sowas von tot. Wie ein brüchiges Ei. Shit. Ja. Gott. Was zum Teufel? Warum wechselt die Knarre eigentlich immer? Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist auch ein Monster Grab, dann war es das halt. Ja, genau. Gott, Alter. Maul. Das ist einfach der Gang des Todes hier. Das ist ja absolut grauenvoll. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Wo muss ich denn lang? Hier? Eine Karte? Beende der Geometrie. Wachsinn. Ja, geil. Dr. Marmots Büro. Da muss ich rein. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hä? Ach, natürlich. Auch das noch.
hier nichts. Gott. Erlöse mich jemand von meinen Qualen. Oh! Ein Ziel! Ja! Ja! Einfach drauf zu! Einfach drauf zu! Einfach drauf zu laufen! Ignoriere alles. Geh ins Licht. Oh mein Gott. Müsste ich im Licht nicht geheilt werden? Ist das nicht so? Ja, meine Audioaufnahme. September 2023. Notizen bezüglich des Konzepts des gequälten Künstlers. Ein romantisches Bild des sensiblen Künstlertemperaments. Ja, aber in diesem Klischee könnte auch ein Funken Wahrheit stecken. Es ist kein Geheimnis, dass Rudolph Lane hier schon seit Jahren unglücklich ist. Aber die gesammelten Daten zeigen, dass die Brauchbarkeitswertung seiner Kunst im Laufe der Zeit gestiegen ist. Wenn Jules die regelmäßigen psychologischen Überprüfungen nicht vernachlässigt hätte, hätten wir den emotionalen Zustand der Testperson quantifizieren können, um eine Art Elendwertung zu entwickeln und diese mit der Wertung der Kunst zu vergleichen. Ich werde dieses Vorhaben zum Unterziel meiner Studie über Edward Booker machen. Sobald wir die Variablen festgelegt und eine Kontrollmessung seiner Kunst und seines Mentalzustands vorgenommen haben, können wir damit beginnen, bei ihm negative Emotionen auszulösen. Dazu könnten wir Nahrung und Wasser begrenzen oder seinen Lebensraum immer wieder verkleinern. Diese Weise hat Jules jedoch seine Testperson verloren. Ich muss aufpassen, dass in Bookers Zelle keine scharfen Gegenstände zurückbleiben. Wie gut die mit den Leuten hier umgehen. Richtig gut. Zur Immunheilung, ich bin einfach am Sterben. Sie stand unter Wasser. Die Ambitionen der Marmonts waren umgesetzt worden. Jules hatte das Gemälde wie eine Angel ausgeworfen und einen Ozean gefangen. Ihre Maschinen waren ihm nicht gewachsen. Ein Fehler im System. Das Wasser schoss ins Innere, füllte es, bis es zum Bersten voll war. All ihre Erfolge und Fehlschläge hatten sie an diesen Punkt geführt. Die Arbeit hatte sie in Monster verwandelt. Doch das Haus am See gehörte immer noch ihnen. Das würde es auf ewig. Sie konnten spüren, dass ein Außenseiter in ihre Labore eingedrungen war. Ich weiß, dass du hier bist, riefen sie ins Dunkel. Sie begannen ihre Jagd, Stockwerk um Stockwerk. Sie würden nicht zulassen, dass der Eindringling ihren Fortschritt zunichte machte. Das war ihr Zuhause, ihr geliebtes Grab unter den Wellen. Auch eine geile Sichtweise. Das Grab unter den Wellen. 685298. 6852 9 8. Harte Arbeit, 50 XP, nee, 10 XP. Offizielle Beschwerde. Okay, ziemlich viel Text zu lesen. Das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Okay. Könnt ihr euch dann nochmal selber gerne durchlesen, wenn ihr das möchtet. Weil wir werden gleich die Folge hier beenden. Ich suche noch irgendwie nach Heilung oder irgendwas, was mir hilft, damit ich hier nicht abnippel. Aber ich glaube, es sieht relativ schlecht aus. Haben wir noch Text? So, den anderen habe ich vergessen. Ah, ist der Rest vom Text. Okay, gut. Dann sage ich hier an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alan Wake 2. Dem DLC The Lake House. Ich glaube, wir nähern uns auch schon so langsam gegen Ende des DLCs. Ich bin mir nicht komplett sicher, was wir jetzt noch erleben werden, aber hoffe mal, dass ich hier Teil der Haut rauskomme. Sollte ich sterben, werde ich den Abschnitt hier nochmal nachspielen müssen anscheinend. Silence wird irgendwie zwischengespeichert. Hoffentlich. Ja. Dann schon mal vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode dabei wart und falls ihr mögt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal für weiteren Alan Wake 2 oder Horror-Content, wenn ihr das möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.